Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch ein einfaches Gericht fürs Frühstück aus Paprika, Tomaten, Zwiebeln und etwas Sucuk. Man kann Sucuk weglassen und da hat man das Ganze vegan oder man bricht ein paar Eier hinzu. Also man kann das Ganze nach Wunsch gestalten. Dann ist es am Ende schön leicht ölig, schön zum Dippen. Ich zeige euch, wie man es macht. Let's go! So, ich nehme mir ein Schneidebrett, nehme mir eine geschälte Zwiebel, halbiere sie und schneide sie in Halbringe oder in Streifen. Am besten schön fein. Nehme mir eine Pfanne und gebe die Zwiebel in die Pfanne hinein. So, Zwiebel hinein, etwas Öl darauf. Ungefähr 3 Esslöffel und das gebe ich auf den Herd. Daraufhin nehme ich etwas Paprika, so, schneide das Endstück und das Anfangsstück weg, schneide es auf, entkerne es und die entkernte Paprika schneide ich in Streifen, so ungefähr 2 cm breit. So, die Zwiebeln nun auf dem Herd brate ich nun glasig und weich an bei mittelhoher Hitze und rühre das ab und zu mal um. So, während die Zwiebeln auf dem Herd sind, nehme ich 3 Tomaten, schäle diese und die geschälte Tomate halbiere ich, entferne den Strunk und schneide sie in halbe Streifen. Oder Scheiben. So, wenn ich dann glasige Zwiebeln habe, gebe ich etwas Wasser dazu. Rühre das um. Und gebe meine Paprika dazu. Einmal gründlich vermischen. Ich brate nun meine Paprika gut an. Ein bisschen braucht die Paprika noch. So, 2-3 Minuten. Danach kann ich meine nächste Zutat dazugeben. Nach den 2 Minuten gebe ich nun ein paar Scheiben Sucuk dazu. So. Brate die nun etwas an. Und währenddessen bekommt die Paprika noch etwas Farbe. Und das Ganze immer wieder mal umrühren. So, dann haben wir Sucuk hier beidseitig ein bisschen angebraten. 2-3 Minuten. Dann verteilen wir das ein bisschen. So. Danach geben wir die Tomaten dazu. Darauf nun etwas Salz, Pfeffer, rühre das nun gründlich um. So, die Temperatur etwas niedriger und lasse das jetzt 5 Minuten kochen und rühre das ab und zu mal um. Nach den 5 Minuten verteile ich noch etwas Basilikum darüber. So, stelle die Temperatur ab, gebe einen Deckel drauf und lasse es ungefähr 2-3 Minuten ziehen. Und fertig ist mein Gericht fürs Frühstück. So, dann nehme ich mir etwas Brot. Das hier schön ein. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit diesem Gericht. Dieses Gericht ist geworden.
die Zwiebeln leicht karamellisiert, leicht ölig. Einfach wunderbar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Lieben.